Yo Tester, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Ich wollte gerade sagen Let's Play, aber wir spielen ja Hope auf dem Hope-Server, wer hätte es gedacht. Ja, und das ist jetzt der fünfte Part, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe ja jetzt ja in der Woche nicht aufgenommen, jetzt aber eben am Wochenende. Und die Videos, die ihr jetzt in der Woche gesehen habt, die waren ja vom Wochenende. Das heißt also, es hat sich viel getan. Zum einen gab es ein kleine Problemchen, aber da will ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Und es spielen neuerdings auch irgendwie ziemlich wenig Leute auf dem Server, ist mir so aufgefallen. Also man sieht selten mal irgendjemanden und wenn dann immer die gleichen. Keine Ahnung, was da los ist, warum das so ist. Aber ich zeige euch auf jeden Fall erstmal, was ich jetzt gemacht habe. Wir hatten ja schon angefangen, hier den Boden zu legen im Haus. Und das ganze Haus sieht jetzt von außen so aus. Also ich habe hier noch so ein, ja, wie will man das denn, so Balkon oder vor, naja, nennen wir es mal Balkonteilchen gemacht. Das hier ist so geworden, weil ich hier unten aus Versehen, das sind Half-Slabs und ich habe dann aus Versehen einen Half-Slab hier rangemacht und habe den nicht mehr wegbekommen. Und deswegen habe ich das dann so gemacht, weil ich es einfach nicht, wie schon gesagt, nicht mehr wegbekommen habe. Das Ganze hier sieht einfach so aus und ich will das Dach jetzt so machen, dass das hier immer abwechselnd ist. Das heißt also, dass das hier immer dieses Holz ist, dann dieses Holz, dann wieder das, also das Birkenholz, das Tannholz, dann wieder Birkenholz, Tannholz und so weiter und so fort. Ja, also so soll das werden. Mal sehen, inwiefern das funktioniert und beziehungsweise inwiefern das gut aussieht. Wie ich das dann hier mache, weiß ich noch nicht. Also da werde ich wahrscheinlich so wie hier machen, dass ich das dann hier wegmache und das dann hier auch abwechselnd mache. Jo, und ich habe jetzt in den letzten Tagen, also gestern und heute, noch ganz viel gemacht. Das war jetzt vielleicht nicht so schlau, gemeinschaftlich, und zwar habe ich den Weg hier erneuert. Ich habe hier in der Mitte diese Schnee Blöcke hingemacht und außen dann hier Brickstone? Ich glaube schon, ja. Brickstone, ja. Und es gibt auch ein Server-Update sozusagen, also der Niki hat ein bisschen was gemacht, der Redmoon, wie auch immer. Und zwar, wenn man jetzt mit Schneebällen auf den Boden tippt, steht hier unten Wasch-Schnee oder Wusch-Schnee oder wie auch immer. Und dann kommt hier so ein 3x3-Feld Schnee hin. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil so steht einfach so eine winterliche Atmosphäre. Und wenn man halt mal Schnee abbaut oder sowas, dann kann man den einfach wieder hinsetzen. Das ist sehr praktisch. Und wenn man Kohle abbaut, bekommt man noch manchmal Items gedroppt, so als Weihnachtsgeschenke so mäßig. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Das, was da gedroppt wird, das war jetzt nicht so. Und, ach so, es gibt noch, wenn man mit dem Kompass auf den Boden tippt, aber dazu bräuchte ich jetzt erstmal einen Kompass, um euch das zu zeigen, dann sieht man seine Koordinaten. Das habe ich selber auch noch gar nicht ausprobiert, weil ich erstmal einen Kompass bräuchte. Ich wollte auch nochmal so auf eine Entdeckungstour gehen, ob man noch irgendwas findet. Zum Beispiel Schwarzeichenholz ist nochmal ein Stück dunkler, sieht nochmal ganz cool aus. Gerade so, wenn es so weihnachtlich werden soll und zum Schnee und so passt das ganz gut. Muss ich mal gucken, ob man das noch irgendwie findet. Aber ja, der Schneeball geht übrigens nicht weg, das heißt, man kann auch nur einen Schneeball haben und unendlich viel Schnee erzeugen sozusagen. Ist eigentlich sehr praktisch, weil sonst wäre das sehr umständlich. Jo, und dann habe ich noch hier gestern extrem viel, also wirklich ein paar Stunden lang Terraforming betrieben. Und zwar habe ich hier einen ganzen Berg abgetragen. Hier, wo ihr den Stein seht, war so ein schöner Berg. Und den habe ich abgetragen und habe hier sozusagen, hier war so eine coole, nenne ich es mal, an da drüben. Und hier drüben sollte so ein Marktplatz entstehen und ich hatte mir das nämlich auch schon hier so gedacht, das zu machen, und jetzt habe ich den Huckel dazwischen einfach weggemacht und jetzt haben wir sozusagen einen Riesenmarktplatz. Es dauert nur ewig hier drin, das mit Schnee auszufüllen, weil das so unproduktiv ist. Wenn man jetzt hier 16 Schneebälle hat, bekommt man da, glaube ich, 4 Schneeblöcke draus, weil man immer 4 davon braucht. Also einfach nur 4, dann haben wir 4. Ja, immer nur 4, ne? So, warum hier Sand ist, keine Ahnung. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Klammheimlich. Ja, dabei habe ich allerdings dem Mondklick ein bisschen sein Grundstück abgeschnitten, was ich eigentlich nicht wollte. Das ist mir dann aufgefallen. Oh, ein Gang. Naja, aber ich habe mir jetzt gedacht, das ist, weil da war jetzt eh noch nicht so viel los. Hier ist ja noch nichts wirklich. Und dann war das schon nicht so schlimm. Da habe ich das hier dann, ich wollte es eigentlich noch größer machen, aber habe es dann beendet. Und jetzt so bis hierhin gemacht. Also das soll dann mal der Marktplatz werden. Dann könnten wir in einer späteren Folge vielleicht, oder vielleicht auch offline, also offscreen oder so, hier so einen schönen großen Weihnachtsbaum hinbauen, also nicht so einen kleinen hier popligen. Ih, was ist das denn? Das gehört da nicht hin. Mensch. Komm ich da ran? Yo, mein Minecraft ist abgeschmiert. Geil. Jetzt sind wir wieder da.
Genau, hier wollten wir eigentlich hin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das liegt, glaube ich, daran, dass man, dass das irgendwie abstürzt, wenn man die Leaves das erste Mal irgendwie so berührt. Keine Ahnung. Also jetzt geht's halt, aber irgendwie, manchmal geht es irgendwie nicht. Keine Ahnung. So. Haben wir da, ach so, jetzt können wir das mit Hand abbauen. Hä? Beim Craft gibt es nämlich auch immer so einen schönen Bug, dass es dann einfach irgendwelche Items verwendet, obwohl man, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz viele Schneebälle habe und ich will Schneeblöcke machen, crafte ich mir die Schneeblöcke und es verwendet aber dann teilweise andere Ressourcen. Das heißt, es nimmt einfach meine Spitzhacke weg, um oder meine Schaufel oder sowas weg und das einfach um einen Schneeblock zu craften. Was total sinnlos ist, aber ja, da muss man erst immer alles Zeug rauslegen und nur die Schneebälle im Inventar haben und dann kann man das craften. Und das macht das Ganze umso nerviger und umso schwieriger, das Ganze hier überhaupt erst so zu bauen. Das ist also sehr nervig. Aber okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich hoffe, dass jetzt mal irgendwie ein paar mehr Leute online kommen. Ich glaube, es ist gerade jemand online, zumindest wurde mir das vorhin gerade angezeigt. Mal schauen, ob jemand antwortet. Na egal, mal schauen. Nicht. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt mal langsam an zu bauen. Die Folge ist schon fast wieder vorbei, aber wir fangen jetzt mal langsam an. Und zwar machen wir mal das Dach weiter. Obwohl, erstmal können wir die ganzen Schneebälle, die ich jetzt hier habe, vercraften. Aber dazu müssen wir ja erst wieder alles schön ins Inventar wegpacken. Die Kisten backen auch rum. Ihr seht zum Beispiel hier 3 Schaufeln. Und jetzt 4 Schaufeln, obwohl ich nur eine hatte. Und jetzt ist sie wieder hier. Jetzt ist sie wieder hier. Jetzt sind hier aber nur noch 3 Schaufeln. Also Pocket Mine kann einen sowas von aufregen, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ah, hier seht ihr. Hier unten habe ich jetzt gerade 6 Brickstones. Und wenn ich jetzt crafte, habe ich nur noch 2. Das heißt, es hat meine schönen Brickstones jetzt verwendet. Weil es die wieder in mein Inventar gebackt hat. Also manchmal könnte ich Pocket Mine echt was antun, ey. Das könnte man, glaube ich, sogar auch ausnutzen. Aber das will ich jetzt gar nicht ausnutzen. Das ist das Schlimme. Also ich weiß nicht, was also Pocket Mine kann. Das regt mich manchmal so auf. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund... Achso, jetzt hat sie mir wieder Holz ins Inventar gepackt. Was ich aber eigentlich gar nicht wollte. Und ursprünglich habe ich übrigens auch nur Items gehabt, um mir eine Schaufel zu craften. Und jetzt liegen hier plötzlich 3 drin. Also, weiß nicht, was da... Das ist... Also, das ist... Ich weiß nicht, Pocket Mine, kannst du sowas von in die Tonne kloppen. Also, das ist manchmal einfach nicht mehr feierlich. Jetzt ist es auch gleich interessant. Wir haben im Inventar unten 2,64. Okay, schade. Wäre cool gewesen, hätten wir jetzt beide benutzen können. Hätten wir einfach mal doppelt so viel gehabt. Ich hab's halt nicht nur mit dem Reden. Mal wieder. So. Okay, dann bauen wir das jetzt einfach noch hier ein Stück zu. Und dann können wir Holz holen und ja, Spaß haben mit Holz. Mit unserem Dach. Natürlich. So. Ups. Ich hab das hier auch nochmal in Schilder verfasst für die anderen. Damit die wissen, was ich mir dabei gedacht habe. Hier. Also, Marktplatz und Wege. Erneut vergrößert, bla bla bla. In Schnee aus dem Brickstone. Marktplatz genauso. Lieben Grüßen, bla bla bla. Ach, hier, das ist neu. Tempel für Koranik Sanstidos. Okay. Sehe ich genauso. Auf jeden Fall. Also, nicht, aber. Naja, gut. Keine Ahnung, was das soll. Okay, Freunde. Dann können wir jetzt mal die Schneebälle hier verwerfen. Tschüss. So, und jetzt geht's ab. Hier habe ich auch noch ganz viel Terra geformt übrigens. Damit das ein bisschen doller aussieht. Aber naja, das ist jetzt zweitens. Wir brauchen jetzt erstmal Ressourcen. Dafür brauchen wir das und theoretisch Stein. Haben wir Stein? Haben wir natürlich nicht. Wer hätte es gedacht? Ach doch, haben wir hier. Schön. Ach, guck mal, wir haben sogar was hier. Ich mache mir jetzt einfach mal eine Eisenspitzhacke. Das ist aber eigentlich sinnlos, weil... Die werde ich irgendwann aus Versehen eh wieder zercraften. Aber naja, was soll's. Guck, hier, seht ihr's? Ich habe jetzt 2, aber meine Schaufel ist weg. Das ist Pocket Mine einfach. Aber zum Glück habe ich ja noch 2 gebackte Schaufeln, ne? Ha. Ich kann's halt einfach. So, gut. Ach so, Holz hatte ich. Ich hatte auch irgendwann irgendwie übelst viel Holz geholt. 2x64 Holz oder so. Und das war dann auch alles weg. Ach, hier haben wir aber noch was. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber uns fehlt das Birkenholz, glaube ich. Es sei denn, habe ich noch irgendwo was. Nee. Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal die paar Birkenbäume hier vor. Die paar Birken halt hier. Und dann werden wir mal anfangen, das
das Dach zu bauen, obwohl ich die Folge gleich wieder beenden muss. Ab einer bestimmten Höhe kann man übrigens dann nichts mehr abbauen. Da geht das, der Block einfach wieder zurück, wie ihr jetzt hier seht. Ne, hier gerade nicht, aber bei dem Baum habt ihr das, glaube ich, gerade gesehen. Wenn ich das hier oben abbaue, geht immer wieder zurück. Wenn jetzt ein Block höher wäre, hier, habt ihr gerade gesehen, dann geht's abzubauen. Also das ist alles ein bisschen strange. Das ist Pocket Mine. Ja, also. Holt euch keinen Pocket Mine Server. Oder was weiß ich, was, bis irgendwas, bis es ordentlich läuft. Wir müssen uns dann hier mal Siblings holen, sonst wird's gefährlich. Weil sonst müssen wir wieder Birken holen gehen und da habe ich keine Lust drauf. Oder haben wir, doch, einen Birken-Sibling haben wir hier noch. Na, dann geht das ja. So, wenn ich jetzt crafte, werde ich gleich wieder irgendwas zercraften, was ich überhaupt nicht will, wahrscheinlich. Meine Schaufel ist schon mal weg. Okay, es fängt schon mal gut an. Ich habe dafür wieder meine drei Eisen hier. Also, das ist alles ein bisschen komisch, nicht? So. Wupp, wupp, wupp. Jetzt hat's gerade. Gut, gut. Ja, schick. Ach nee, ey. Zercraftet halt einfach meine schöne Spitzhacke. Wobei mir das gerade relativ egal ist, weil ich hier nämlich noch meine durch das Zerbackte noch ganz viel Eisen habe. So viel wie vorhin. Jetzt. Oh, Alter. Mann, jetzt habe ich keine Axt mehr. Mann. Das kann einen so ankotzen. Das glaubt ihr gar nicht, ey. Jetzt habe ich zwei Äxte. Wo ist der Sinn? Erklärt mir jemand mal bitte den Sinn. Dankeschön. Das wäre echt ganz nett. So, Freunde, mein PC ist gerade ausgegangen, was sehr praktisch war. Aber okay, also irgendwie habe ich halt überhaupt keine Lust aufzunehmen. Und mein PC auch nicht und mein Tablet anscheinend auch nicht und Minecraft nicht und Pocket Mine nicht und... Ah, Gott, das ist alles scheiße. So, so, jetzt packen wir das ganze Holz erstmal weg, damit wir uns das Holz jetzt craften können. Das ist sehr umständlich, Freunde. Sehr umständlich. Du hast nicht alle Zutaten. Ja, aber hätte ich gedacht. So, jetzt können wir uns hier ganz viele Treppen craften. Und Türen. Was ich jetzt eigentlich gar nicht wollte, aber okay. Jetzt haben wir drei Türen. Wow, war doch freundlich. Kann man Türen jetzt stacken? Interessant. Ach, guck mal. Schaut mal einer an. Mein Birkenholz ist weg. Also, Frau, nehmt's mir nicht übel, aber ich habe heute keine Lust. Das, ihr habt's ja selber gerade gesehen, das ist einfach, das kann einen so ankotzen. Vor allem, weil ich jetzt überhaupt keine Birken mehr hab. Habt ihr das gesehen? Das ist geil. Ich setze einen Zeppling und es entsteht eine Tür. Oh. So gehört sich das natürlich. Pocket Mine. Pocket Mine hat Ahnung von Minecraft. Jo. So, meine Axt ist mittlerweile auch natürlich wieder weg. Wer hätte es gedacht? Das ist so eine Pocket Mine Aufregfolge. Ich könnte gerade. Nee. Wollte nicht wissen. Ach, guck mal, meine Axt ist wieder hier. Gut zu wissen. Ach, da ist auch noch eine Axt. Spitzhacken haben wir jetzt gar keine mehr. Hehe. Und Eisen, wie sieht es damit aus? Ja, da haben wir noch 6. Warum habe ich jetzt überhaupt die Türen wieder im Inventar? Die habe ich doch gerade weggelegt. Ich will kein Pocket Mine haben. Also nimm's mir nicht übel, aber ich beende jetzt die Folge. Ich habe keine Lust, sowas in der Folge zu machen, weil das einfach so Zeitverschwendung ist. Und, ach, keine Ahnung. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Schaut mal bei Facebook, Twitter, Instagram und meiner Website vorbei. Und wie gerade eben schon gesagt, tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.